So. Wir sind immer noch hier in Balfayun, vorhin. Was ist denn hier los? Leute, was macht ihr? Ich habe mir hier Schrein und Himmelsscheibe geholt. Aber jetzt brauchen wir einen neuen Auftrag. Gar nicht so eindeutig, was ich jetzt hier machen soll. Die Anker aus dem Hafen und alles, das ist ja alles ewig weit weg. Also, ich weiß, was ich machen soll. Ich soll meine tägliche Belohnung abholen, ganz klar. Eine tägliche Belohnung abholen, das ist ja 3 Kronen Schriftrolle des Lernens. So, dann sollte ich mir mal überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Achso, nee, das ist. Ich bin ja hier, ja? Oder? Nee, nicht hier, sondern hier. Richtig? Nee, da bin ich gar nicht. Wo bin ich denn? Doch, ich bin hier. Da bin ich. Das ist ja irgendwie. Keine Ahnung. Also, dass ich überhaupt keine Quests mehr hier habe, das finde ich total komisch. Sagt das Zunderpechpult dabei bei den Folien Docks. Ach so, ja, wahrscheinlich muss ich tatsächlich einfach mal raus aus der Stadt und dann wird das alles. Ja, da, ich meine, das Spiel ist älter. Und die Art und Weise, wie man hier die Spiel hat gestaltet, ja, ist natürlich nicht so toll, weil jetzt bin ich hier draußen, erzähle ich natürlich, was ich machen kann. Ich muss zum einen hier die Ruinen betreten und ich muss hier mit Esko sprechen und dann gibt es hier die Zunderpech. Aber hier weiß ich nicht. Wo geht's da hin? Ist da irgendwo anders hin? Ich kann sie anklicken. Also er macht sich weiß, sagen wir es mal so. Ist das dann drohende Flut? Nee. Tretet die Ruinen. Ja gut, dann lass uns da mal hin, weil das ist jetzt mehr oder weniger das Näheste. Wenn es aber etwas ist, wo ich dann sozusagen das Land verlassen würde, macht ja keinen Sinn. Also die Idee ist ja schon, dieses Land hier erstmal fertig zu machen. Alle Quests zu machen. Und diese schöne Anzeige hier links, einfach alles auf volle Balken zu kriegen. Ist nicht so schwer, weil anscheinend gibt es hier nicht so viel. Es ist immer noch so ein bisschen wie so eine Art Tutorial. Aber ja, jetzt bin ich natürlich hier. Es ist schön hier. Da kann ich ja dann auch hin, wenn ich drüben fertig bin. Aber jetzt noch nicht. Ja, also eins nach dem anderen. Das heißt, Hauptquest ist ganz klar dieses Zunderzeug, was ja hier ist. Und vielleicht machen wir das mal. Komm, Bastian. Lass uns das mal hier beseitigen. Also die Aufgaben fertig machen. Mich da runter. Oh, oh, oh. Ein Runenstein. Ich wollte eigentlich, ich habe mir eigentlich gedacht, ich mache nicht so viele. Was habt ihr denn damit vor? Ja, genau. Was habe ich denn damit vor? Ich mache nicht so viele Stops für Crafting Materials, aber irgendwie kann ich dann doch nicht mich zurückhalten. Hier, blaue Pilze sind doch super. Also blaue Pilze ist doch der Hammer. Kann man eigentlich, jetzt mal ohne Schmarrn, mit den, kann man das? Mit den Punkten hier, das, die Geschwindigkeit des Abbaus erhöhen, weil, also ja, das ist ja schon komisch, dass das immer so lange dauert. Was könnte ich denn jetzt hier machen? Ich finde Kräuter und Pilze viel leichter. Das möchte ich nicht. Schmiedekunst. Mir findet Erz leichter. Möchte ich nicht. Ich sehe es ja so schon viel zu viel von dem Zeug. Ein Bergarbeiter erhöht eure Chance zum Einschmelzen. Verkürzt eure Analysezeiten um 5.
Das ist sicherlich nicht verkehrt. Und erlaubt es euch zwei Gegenstände gleichzeitig. Das sollte ich auf jeden Fall machen. Das mache ich jetzt einfach auch. Ich muss auch noch hier ein... warum kann ich das denn da machen und hier nicht? Schulterblick, den will ich nicht. Aber hier verkürzt die Analysezeiten. Auch das mache ich. Und dann gibt es noch eure Chance, Gegenstände mit Gerbstoff. Da ich noch nicht krafte. Ja, das ist hier verwerten. Das sollte ich auch machen. Ist das bei Schmiedekunst auch? Beim Einschmelzen? Stärkere Härte? Weiß ich nicht. Ist das hier verwerten oder nicht? Erhöht eure Chance beim Einschmelzen von Gegenständen. Wahrscheinlich schon. Und dasselbe gibt es ja dann hier bei der Schreinerei auch noch. Verwerten nehme ich mit. Und Analysezeit verkürzen. Und zwei nehme ich auch mit. Und Analyse gibt es aber doch bei Schmuck eigentlich. Oh, da bin ich ja nicht so weit. Okay. Ja gut, haben wir das mal einfach hier Tatsachen geschaffen. Immer gut, wenn man Tatsachen schafft. Hier gibt es noch einen Schrein, der entdeckt werden möchte. Der kleine Schrein möchte im Bällebad entdeckt werden. Wo ist er denn? Da hinten. Jawoll. So, wenn ich jetzt hier auf meine Map schaue und dann hier die 3 von 3 sehe, dann bin ich fast schon glücklich. Aber ich muss jetzt mal schauen, ob ich meinen Zunder hier kriege. Und ich habe ja auch noch einen auf dem Schiff. Ist auch noch eine Scherbe. Hallo, Quartiermeisterin. Folgt weiter dem Fluss, meine Freundin. Alles hier wurde schon zugeteilt. Okay, ich brauche Zünderpech. Plünderer in Balfoyen? Nehmt das Zünderpech und warnt die Wacht. Ihr seid von der Sonne gesegnet, mir davon zu berichten. Habt ihr schon mit Urona in der Feste gesprochen? Die hat mich zu euch geschickt. Xut, sie ist gerissen. Nun gut, betrachtet die Docks als alarmiert. Jawohl. Falls ihr die Feuer entzünden wollt, so kann ich euch helfen, dorthin zu gelangen. Okay. Mir, Sonne auf meinen Schuppen. Da gehen wir jetzt hin. Wir gehen jetzt in einen Geheimgang. Ui. Eigentlich ist es ja ein Lagertunnel. Aber heute ist er ein Geheimnis gegenüber dem Bündnis. Mhm. Wo bist du? Ist sie weg? Ja. Los. Ich hätte zwar so gerne hier den Fertigkeitsding sie dann noch geholt, also den. Aber den kann ich nachher auch noch holen. Und es gibt noch ein Quest hier. Irgendwo. Da hinten. Ja, da steht irgendwie bis Salus. Aber der steht nachher auch noch da. Hoffe ich. Dockarbeiter hat keine Hoffnung. Naja, guckst du. Da ist, will ich dazu einfach reingehen, oder was? Mrs. Buttermeister. Ja, mach ich das. So, dann. Bin ich jetzt hier drin? Alles leer hier. Ich würde so gerne looten. Ich hätte gerne Lotusblüten und Minze und ach, weiß was ich, Roggen. Da geht es die Treppe rauf. Und dann gibt es hier so komisches grünes Erz, was ich nicht aussprechen kann. Das ist ein tolles Gebiet zum Sammeln. Jo. Ich lasse mal die Bündnis-Johnnies hier außen vor. Frostmagier. Du musst ja nicht mit jedem, aber wo muss ich eigentlich hin? Ich muss eigentlich nach da und nach da. Hier wird aber überall gekämpft. Also ja, das finde ich klasse. Buche. Buchen musst du suchen. So, da ist noch mal ein Rudel, denken Sie. Aber ich sollte natürlich hier das Signalfeuer haben. Hup, hup, hup. Oh,
Das östliche ist an und dann gibt es anscheinend noch ein anderes. Danke, dass ihr mir hier alle Gegner wegmacht. Ich hole mir noch schnell die Runensteine, aber ich habe Pach. Ja, der andere kümmert sich um Pach. Boah, da war wieder was Gelbes. Habt ihr das gesehen? Was Gelbes? Ah, gut, dann mache ich mal kurz mit hier noch und hau mal noch auf die Bündniswächterin ein. So, ist auch dieses Feuerchen an. Da macht es dann wahrscheinlich Sinn, noch schnell hier zu machen. Die Jute mitzunehmen. Weil das ist die Jute. Und ich habe jetzt, nein, habe ich noch nicht, doch habe ich jetzt auch diesen Ort entdeckt. Hinten gibt es noch was zu looten, da oben noch was Blaues zu looten. Hier gibt es einen Typen, der sich mir mitten in den Weg stellt und dann relativ schnell einsieht. Ja, sehr cool. Hat mein Partner ihn fertig gemacht. Gut, wo will ich hin? Ich will hier hin. Ist natürlich doof, dass ich jetzt hier. Eigentlich will ich dahin. Weil da waren Aufträge. Aber machen wir eins nach dem anderen. Erstmal dahin geritten, volle Kanne. Schon wieder was Blaues. Kann es sein, dass in diesen Anfangsgebieten und auch hier, es ist Baumwolle, dass in diesen Anfangsgebieten mehr so Sachen rumliegen, also so Crafting Materials? Das ist ja echt irre. Ist ja jedes Eck ist irgendwas Leckeres zum Craften. Na egal. So. Sind wir auch schon wieder da? Also die Wege sind unwahrscheinlich kurz. Hier in dem Level. Beeilung, meine Freundin. Balfoyen wird angegriffen. Ja, schön. Kühne sei Dank. Ihr seid zurück. Ja. Alle. Alle. Sie sind alle gegangen. Okay. Meine Familie ist gegangen. Gegangen. Wohin sind sie denn gegangen? Sie sind in den Krieg gezogen. Ach so. Und sie sind zahlenmäßig unterlegen. Ich fürchte, dass alle, die wir kennen, noch vor Ende des Tages tot sein werden. Ja, das ist nicht gut. Ich nehme trotzdem die Erdwende-Axt. Denn die verringert die physische Resistenz und die Magieresistenz des Ziels um 5 Sekunden. Also lang um 651. Verdammt sei das Bündnis. Das Bündnis. Meine Familie war glücklich. Na. Gut, vielleicht nicht glücklich, aber sie war zufrieden. Na dann, was ist denn geschehen? Das Bündnis hat in voller Stärke angegriffen, voller Stärke. Als sie die Signalfeuer erblickten. Oje. Selbst jetzt marschieren sie auf die Feste Zehren zu. Zehren. Darch hat einige der Dorfbewohner dorthin gebracht, einschließlich meiner Jungs. Ja, soll ich auch zur Feste? Wartet. Wartet. Hauptmann Rane hat erfahren, dass weitere Truppen auf dem Weg zu den Docks in Balfoyen sind. Du musst mal Hände waschen. Sie führt eine Gruppe von Kriegern an, die den Angriff abwehren sollen. Mhm. Aber ohne weitere Hilfe. Ich fürchte, ihr müsst euch entscheiden. Zwischen der Feste und den Docks? Ich weiß, es ist eine schwere Entscheidung. Aber ihr müsst zur Feste oder an die Docks gehen. Helft, wo ihr denkt, dass eure Stärke am dringendsten gebraucht wird. Kannst du mir bei meiner Entscheidung helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich das. Okay. Was wollt ihr wissen? Würden die Mauern der Feste den Flüchtlingen keinen Schutz gewähren? Das möchte ich glauben, oh ja. Wirklich. Mhm. Aber die Bretonen sind für ihre Magie bekannt. Wenn sie die Mauern irgendwie durchqueren oder überwinden können... Wie sieht's mit deiner Familie aus? Ich vertraue euch. Mhm. Ihr habt uns schon einmal gerettet. Ja. Wenn ihr Rana zur Hilfe eilt, dann weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Mhm. Ich weiß, dass Darch den Tag retten wird. Den Tag. Also Rana ist bei den Docks. Habe ich das richtig verstanden? Kann die das auch ohne mich machen? Hauptmann Rana versteht ihr Handwerk. Jo. Und sie hat fähige Seelen um sich, darunter auch Seelen. Meine Tochter. Tochter. Aber die Docks haben keine Mauern, mhm. keine defensiven Stellungen. Okay, du hast deine Tochter mit Rana gehen lassen? Das habe ich. Na. Trünhild ist stolz und stur, wie ihre Mutter es einst war. Ihre Mutter bist du. Warum hat das Bündnis Dalmor nicht angegriffen? Ich weiß es nicht. Hm. Wahrscheinlich sehen ihre Generäle ein aus Schlamm erbautes Dorf nicht als Bedrohung. Ja, das könnte natürlich ich sein. Ich wünschte, sie hätten das gleiche über Ödfels gedacht. Ödfels, ja, da war was. Okay, also ich muss mich jetzt echt entscheiden. Das ist ja doof, wenn ich mich entscheiden muss. Ich mag mich immer nicht entscheiden.
Aber hier sehe ich jetzt nicht, wie ich mich jetzt hier entscheiden könnte. Ja. Also hier hilft Rana an den Docks und hilft Dodge an der Feste. Aha, okay. Aber als erstes, also ich gehe an die Docks, weil ich will ja das alles noch holen, aber als erstes sprechen wir mal mit Escobo oder so. Oder was? Er ist doch jetzt hier gleich ums Eck, oder? Esco? Habt ihr Gua Eingeweide? Nee. Kalir, Dolje hat dich vermisst. Ja. Danke, dass ihr meine Familie wieder vereint habt. Naja, hab ich alle gefunden? Ja, das habt ihr, Gua-Freundin. Sie sind alle zurück. Okay. Lasse Haut mimt sogar schon wieder den Hahn im Korb. Wo wären sie nur ohne mich? Ja. Ich werde sie füttern und sie dann bereit machen, unsere Habseligkeiten zu tragen. Okay, okay. Läuft gerade so ein Angriff. Vielleicht ziehst du dich einfach. Danke dir. Ciao. Gut. Ja, ich steige da zwar wie so ein Held aufs Pferd, aber tatsächlich sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, was ich denn als nächstes mache.